Hier entsteht ein Adventskranz der besonderen Art. Rebecca und Charlotte bauen ihre eigene Weihnachtsdekoration. Sie sind Teilnehmerinnen am Seminar Budenzauber, in dem Produkte fern vom Kitsch der Kettenregale entstehen. Steffen Schulz ist Professor für Produktdesign und leitet das Seminar. Bei Budenzauber geht es darum, dass wir nicht gucken, was gibt es in Geschäften normalerweise zu kaufen, adventliches, sondern dass wir von Themen ausgehen, von Gewohnheiten, von Traditionen, die wir dann umsetzen in Dinge, in Produkte, die es sonst nirgendwo gibt. Bereits zum 5. Mal findet der Budenzauber an der Münster School of Design statt. Ein beliebtes Kursangebot. Die Studierenden entwickeln handelbare Produkte nach ihrem Geschmack. Dabei wird im Kurs und später in der individuellen Betreuung viel diskutiert, denn ein gutes Design allein reicht nicht aus. Das kann ja einem gefallen, subjektiv, aber wir brauchen Argumente auch, warum es anderen Leuten gefallen könnte oder sollte auch. Ne? Also mit welchen Argumenten ist ein Produkt interessant? Mir gefällt vielleicht Orange, aber anderen gefällt kein Orange. Also kann es nicht nur die Farbe sein, sondern muss im Grunde auch, müssen viele Aspekte stimmen. Zurück in der Werkstatt. Hinter den Produkten hier steckt meist eine Geschichte. Rebecca und Charlotte sind dem Ursprung einer alten Tradition nachgegangen. Das hat angefangen 1836 in Hamburg. Da hat der Johann Hinrich Wiechern, der damals ein Heim für Kinder geleitet hat, der hat sich gedacht, wie kann ich die Zeit einfach ein bisschen schöner machen, ein bisschen mehr visualisieren, wie lang es noch bis Weihnachten ist. Und er hat ein großes Wagenrad genommen und das Ganze eben mit Kerzen bestückt, mit 24 Stück. Und die Sonntage waren große Kerzen. Das sind die Kerzen, die halt heute übrig geblieben sind, auf den Adventskränzen, so wie wir sie kennen. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir diese Geschichte erzählen? Und haben eben überlegt, dass am 24. Jahr ein Lichtermeer entsteht, was sehr schön ist und wärmend ist. Und überlegt, dass wir dieses Lichtermeer eigentlich mit einem Gewässer hier aus Münster verknüpfen könnten. Und da haben wir uns das Wahrzeichen oder das einzige Gewässer ja im Endeffekt hier auch in Münster genommen, den Aasee. Und haben eben da jetzt 24 Kerzen drauf gesteckt. Das ist jetzt eben unser Lichtersee. Hinter den 10 Exemplaren, die hier entstehen, stecken insgesamt 8 Wochen Entwicklungs- und Arbeitszeit. Dabei sind die beiden auch auf Hindernisse gestoßen. Ein großes Problem, wo wir schnell drauf gestoßen sind, war der Abstand zwischen den Kerzen. Weil bei 24 Kerzen brauchen wir, um sie darauf zu kriegen, einfach einen gewissen Abstand, einfach durch die Hitze, die entsteht. Und dann haben wir halt auch wirklich am Anfang verschiedene Kerzentests gemacht, mit welchem Abstand die Kerzen mindestens voneinander entfernt sein müssen, damit sie sich nicht gegenseitig irgendwie erhitzen oder sogar schmelzen würden. Und so wurde aus einer Idee ein Produkt. Verkauf im Möbelhaus Ventana. Das Finale ist erreicht. Noch schnell ein letztes Gruppenfoto geschossen und um Punkt 10 Uhr stürmen die Neugierigen den Verkaufsraum. Rebecca und Charlotte sind nervös. Dabei scheint der Lichtersee zu gefallen. Wir haben gestern schon aufgebaut und da war eine Kundin da, die eigentlich nur hier zu Ventana wollte und uns dann schon gesehen hat. Und dann hat die das gesehen und sagte, das muss ich haben. Und dann haben wir so gefragt, kennen Sie denn den Preis? Und dann sagte sie, nein, ist mir egal, ich will den auf jeden Fall haben. So, das war eigentlich ganz schön. Und, ja. Und auch heute fallen die Reaktionen positiv aus. Wir sind jetzt 40 Minuten hier und haben jetzt schon 2 von unseren Produkten verkauft. Wer im Gedränge einen Blick auf die Produkte erhaschen kann, der trifft auch auf moderne Ideen. Ich habe einmal dieses Handylicht genommen, wo man das Handy drunter tut in der Weihnachtszeit, damit es einfach mal weg ist, weil die Kerze brennt nur, wenn das Handy drunter liegt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Rebecca und Charlotte sind zufrieden und geben eine klare Empfehlung. Jetzt wirklich hier zu stehen und mit den Menschen so darüber zu reden und zu gucken, wie sie aufs Produkt reagieren, das ist das erste Mal so im Studium. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, ja. Ja, auf jeden Fall.